Ja, also bei so großen Projekten, bei so großen Events wie zum Beispiel JugendHack kommen ja Leute aus allen Himmelsrichtungen, teilweise von ziemlich weit weg. Und im dümmsten Fall ist es dann so, dass Leute im selben Zug sitzen und sich halt nicht kennen und sich dann die ganze Fahrt nach Berlin langweilen. Und deshalb haben wir die Karte entwickelt. Das ist eine Library, die einfach der Veranstalter auf seiner Seite drauf machen kann. Und da kann man einfach sehen, wo denn die anderen Leute so herkommen und wie die fahren und mit was sie fahren und kann sich dann auch selber eintragen und dann jemanden kontaktieren, der halt eine ähnliche Strecke fährt und dann eine Fahrgemeinschaft bilden. Das hat den Vorteil, dass man, wie gesagt, sich nicht langweilt, dass man schon Kontakte knüpft und Freunde findet vor dem Event. Und außerdem schont man mit den Fahrgemeinschaften die Umwelt und spart zusätzlich noch Geld durch Gruppentickets. Und wenn man dann einen gefunden hat, der so ungefähr die gleiche Strecke hat, kann man einfach draufdrücken auf die Strecke und man kann einen Kontakt ausfüllen, also so ein kleines Kontaktformular. Das funktioniert über E-Mails, allerdings sind die E-Mails nicht online, sondern das wird vom Server gemacht. Damit verhindert man, dass ja, Spam versendet werden kann oder jemand, der die E-Mails nicht haben, also die E-Mail-Adresse nicht haben soll, daran kommt. Genau, also jetzt noch kurz zur Technik. Die schöne Karte war für uns alle am Anfang so ein bisschen das Kritische, weil wir sowas noch nie gemacht haben. Aber dann hat uns unser lieber Mentor, der Knut, empfohlen, dass es da so eine schöne JavaScript-Library gibt, die heißt Leaflet.js und damit kann man wirklich schön schnell so eine hübsche Karte erstellen und Linien, Punkte und alles zeichnen. Und es hat dann auch echt viel Spaß gemacht. Also wenn ihr mal was mit Karten machen wollt und euch das vielleicht noch nicht getraut habt, schaut euch das vielleicht mal an. Macht euch Spaß. Genau, sonst unser Server-Backend ist in PHP geschrieben. Jetzt werden vielleicht eben manche sagen, ja, IPHP, aber wir haben uns halt gedacht, wenn das jeder auf seinem Server installieren soll, dann ist das vielleicht das Einfachste, weil das eben auf jedem Server schon vorhanden ist und man kann da ja nicht immer was installieren. Okay, sonst haben wir noch ein bisschen eine schöne Seite, die halt nur einmal geladen werden muss, weil wir dann ein bisschen dynamisch Sachen nachladen mit Ajax und sowas. Ja, HTML, CSS muss jetzt nicht erwähnen, glaube ich. Genau.